Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Tutorial möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei der Rossmann App Coupons einlösen können, um so bei unserem Einkauf zu sparen. Dafür öffnen wir natürlich als allererstes einmal die Rossmann App und ich setze jetzt hier für dieses Video mal voraus, dass ihr die App bereits installiert habt und euch hier auch schon ein Konto erstellt habt. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann macht das jetzt gerne einmal. Falls ihr dabei irgendwie Hilfe oder auch eine Anleitung braucht, dann habe ich auch dazu schon ein komplettes Tutorial hochgeladen. Das blende ich euch oben rechts in der Ecke gerade mal ein. Jetzt aber zurück hier zu der Rossmann App und zwar klicken wir dann unten in dieser Leiste einmal auf die zweite Option und zwar die Coupons und hier sehen wir dann einmal alle Coupons aufgelistet, die es momentan gibt. Ihr seht es, es sind einige und zwar um genau zu sein 67, wie wir ganz oben lesen können und diese Coupons müssen wir jetzt tatsächlich erstmal aktivieren. Das finde ich persönlich leider auch etwas umständlich und zwar gibt es zwar viele Coupons, wir müssen aber jeden einzelnen Coupon erst einmal aktivieren, damit wir ihn dann tatsächlich am Ende auch einlösen können und natürlich damit sparen können. Wir klicken also bei den jeweiligen Coupons einmal auf Aktivieren und dann sehen wir hier schon, dass die Coupons eben aktiviert wurden, beziehungsweise dieser Coupon hier mit dem 5 Euro Rabatt auf Pampers Windeln und Pants wurde dann jetzt schon aktiviert. Ich kann ihn natürlich auch wieder deaktivieren, wie ich eben möchte, aber in diesem Sinne gibt es keinen Nachteil, wenn wir einfach so viele Coupons wie möglich aktivieren. Deshalb auch mein Tipp an euch, bevor ihr einkauft, aktiviert einfach alle Coupons, die es hier gibt, denn vielleicht ist ja mit etwas Glück tatsächlich etwas dabei, was ihr kauft, wo es dann auch einen Coupon für gibt, sodass ihr dann zusätzlich noch etwas sparen könnt. Wie viel wir mit den Coupons sparen, ist immer unterschiedlich. Bei einigen Coupons spare ich zum Beispiel 25%, hier bei diesem Coupon zum Beispiel 20%. Es gibt aber auch Coupons, womit wir 2 Euro sparen. Oder hier, weil wie bei diesem Buddyöl, gibt es dann eben das zweite Produkt, was wir kaufen, kostenlos dazu und so weiter und so fort. Ansonsten gibt es teilweise auch Coupons, womit wir ganze 50% sparen oder auch hier zum Beispiel bekommen wir beim Kauf von 3 Artikeln einen kostenlos. Ihr könnt euch natürlich auch nochmal genauere Informationen zu den einzelnen Coupons durchlesen, wenn ihr da einfach einmal draufklickt, dann steht hier nämlich nochmal so eine kurze Beschreibung. Außerdem sehen wir dann natürlich auch immer nochmal, bis wann die Coupons gültig sind. Dieser wäre jetzt zum Beispiel bis zum 22.09. gültig. Das ist tatsächlich auch heute, also wäre heute der letzte Tag, wo ich diesen Coupon sozusagen noch einlösen kann. Und wenn wir dann jetzt eben tatsächlich die Coupons, die wir einlösen möchten oder eventuell auch einfach direkt alle aktiviert haben, klicken wir dann einmal unten in dieser Leiste auf die Kundenkarte. Denn wenn wir da einmal draufklicken, dann erscheint hier unser persönlicher QR-Code und ganz unten sehen wir dann auch nochmal alle Aktivierungen und zwar sind das in meinem Fall 13, sprich ich habe 13 Coupons aktiviert, die ich dann in diesem Fall einlösen könnte, wenn ich dann die jeweiligen Produkte kaufe. Diesen QR-Code müssen wir dann einfach nur an der Kasse vorhalten, sodass der gescannt wird. Dann weiß die Software in der Kasse quasi direkt, dass das unsere App ist, dass das unser Konto ist. Die Software weiß somit eben auch, welche Coupons wir aktiviert haben. Und wenn wir dann, wie gesagt, die jeweiligen Produkte tatsächlich kaufen, dann werden die Coupons automatisch angewendet. So einfach können wir also bei der Rossmann App Coupons einlösen und die App an der Kasse scannen. Wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.